Hey Leute, hier endlich mit ziemlich Verspätung das Tutorial zu meinem letzten Trick. Tut mir leid, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Ich habe gerade ein bisschen Stress in der Uni. Tut mir leid, aber dafür kommt jetzt, wenn auch verspätet, auf jeden Fall das Tutorial. In diesem Video mache ich nur die Erklärung zum Trick. Also wenn ihr die Performance noch nicht gesehen habt, macht das hier nicht viel Sinn. Also hier reinklicken, euch die Performance angucken. Und jetzt kommt ihr wieder zurück und guckt euch an, wie das Ganze funktioniert. Ich habe 8 Karten benutzt in diesem Trick. Die habe ich mir jetzt hier rausgesucht. Das sind wirklich 8 Karten. Was der Zuschauer jetzt macht ist, ihr lasst den Zuschauer mischen, der Zuschauer zieht eine Karte. Sagen wir mal, er zieht jetzt hier den Karo Buben. Was ihr jetzt macht ist, während der Zuschauer den Karo Buben hält, zählt ihr von unten 3 Karten ab. Also habt ihr hier 3 Karten und hier 4. Und lasst den Zuschauer auf 3 Karten seine Karte legen. Das ist der erste wichtige Schritt. Und dann sagt ihr, die Karte ist in der Mitte des Decks verschwunden. Aber eigentlich ist sie genau an einer bestimmten Stelle, nämlich genau hier. Da ist der Karo Bube. Was ihr jetzt macht, ist, ihr sagt, ja, ich nehme von unten Karten runter und mische dadurch. Jetzt haltet ihr die Karten so im Griff. Das ist der Griff, den ihr den ganzen Trick über öfter mal benutzen werdet. Ihr haltet die Karten so, zieht 3 von oben. Zack. Währenddessen sagt ihr, ja, ich mische jetzt die Karten, bla bla bla. Und jetzt zieht ihr 4 von oben und dann habt ihr den Zuschauer denken lassen, dass ihr jetzt mehrmals mischt, aber mit diesen 4 Karten geht ihr jetzt schon weiter vor. Denn wenn ihr jetzt die 4 Karten hier oben drauf legt, so wie es ja im Trick ist, dann ist immer an zweiter Stelle die Zuschauerkarte. Also Zuschauer zieht eine Karte, ihr zählt von unten 3 Karten ab, Zuschauer legt die Karte darauf, anderen 4 oben drauf, 3 von oben, 4, umdrehen, oben drauf. An zweiter Stelle ist immer die Zuschauerkarte. Jetzt der Karo Bube. Jetzt sagt ihr dem Zuschauer, ihr würdet von oben 4 Karten runterzählen und der Zuschauer muss sagen, in welchem Stapel seine Karte ist. Seine Karte wird immer in diesem Stapel sein. Und jetzt kommt der wichtigste, entscheidendste Move vom ganzen Trick. Ihr haltet die Karten wieder so zwischen Mittelfinger und Daumen, schön stramm. Die Karten hier sind sehr schlecht, die sind so alt und ganz dünn, also die kann man schlecht benutzen dafür. Aber ich habe es trotzdem damit gemacht. Ihr zieht von oben eine Karte runter, hier mit dem Daumen. Habt hier den kleinen Finger so ein bisschen darüber. Jetzt zieht ihr die nächste Karte, die Zuschauerkarte. Legt ihr hier auf den kleinen Finger drauf, sodass ihr gleich was Bestimmtes machen könnt. Denn wenn ihr jetzt die dritte Karte nehmt, nehmt ihr gleichzeitig unten die Zuschauerkarte an. Genau so. Okay? Ich mach's nochmal. Achtung! Erste Karte runter, kleiner Finger. Zweite Karte oben drauf. Und während ihr die dritte Karte nehmt, nehmt ihr die Zuschauerkarte hier an. Und zählt die vierte ab. So. Jetzt habt ihr hier nur 3 Karten. Und hier 5. Und die Zuschauerkarte ist unten drauf umgedreht. Ich mach's nochmal. Und zwar müsst ihr dabei ganz besonders darauf achten, dass, wenn ihr jetzt die Karte annehmt, nicht die erste Karte darunter zu sehen ist. Heißt, wenn ihr jetzt die erste Karte runternehmt, dann legt ihr schon mal den ganzen Stapel sozusagen darauf und das macht ihr jetzt die ganze Zeit, damit der Zuschauer keinen Unterschied merkt. Ganzer Stapel darauf, zack, und ihr habt hier die Zuschauerkarte und die vierte. Okay, das ist der wichtigste Move des Tricks. Ich mache es noch ein letztes Mal, jetzt in schnell. Zack, 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 zack. So. Hier sind jetzt 3 Karten und hier sind 4 und die Zuschauerkarte. Jetzt legt ihr diesen Stapel hin und sagt dem Zuschauer, er soll seine Hand darauf legen. Das macht ihr nicht etwa, um zu zeigen, dass ihr daran nicht pfuscht, sondern damit der Zuschauer nicht merkt, dass der Stapel so dünn ist. So, er legt die Hand da drauf und was ihr jetzt hier macht ist, ihr nehmt 2 Karten von oben runter und sorgt damit dafür, dass die Zuschauerkarte in der Mitte ist. Sagt jetzt, ihr dreht das Kartenspiel um. Und jetzt zeigt ihr 4 Karten, aber schummelt dabei. Und zwar haltet ihr wieder hier mit Mittelfinger und Daumen. Nehmt jetzt mit dem Daumen die oberste Karte, zieht sie hier hin. Mit dem Zeigefinger von unten die nächste Karte. Und mit dem Mittelfinger wieder eine Karte von unten. Okay. Und wenn ihr das dann von oben zeigt, sieht man nur 4 Karten, denn hier habt ihr eigentlich 2 Karten. Ich mach's nochmal. Daumen zieht die oberste Karte, Zeigefinger die unterste, Mittelfinger die jetzt unten war. Zack, und zeigt so 4 Karten. Und hier befindet sich die Zuschauerkarte auf der Rückseite.
Und jetzt entschnell sieht das so aus. Zack, zack, zack. Zeigt die vier Karten. Zack, und schon habt ihr den Zuschauer ausgetrickst. Ihr legt die beiden Stapel hin, tut so, als würdet ihr hier unsichtbar eine Karte rausnehmen und hier reinstecken. Und jetzt enthüllt ihr dem Zuschauer, dass hier nur drei Karten sind und dass hier fünf Karten sind mit der Zuschauerkarte in der Mitte. So funktioniert der ganze Trick, das war auch schon alles. Ich hoffe, man hat das jetzt verstanden, ich hoffe, ihr konntet das gut nachvollziehen. Achtet auf die paar bestimmten Stellen, das sind halt diese zwei bestimmten Flips, die ganz wichtig sind. Einmal das von unten ziehen und einmal das Zeigen der vier Karten. Ich bedanke mich fürs Anschauen. Falls euch das gefallen hat, ihr den Trick selber jetzt performen könnt, gebt mir einen Daumen hoch, dann weiß ich Bescheid. Falls euch das überhaupt nicht gefallen hat, gebt mir einen Daumen runter, dann weiß ich auch Bescheid. Kann an mir arbeiten, mich verbessern. Klickt euch hier rein für meinen letzten Trick. Klickt euch hier rein für mein letztes Musikvideo. Ja, ich habe keinen Bock auf dieses Rumanimiere mit dem Rumgepfuschel, ne? Und klickt euch hier oben rein, um zu einer Zusammenfassung für mein Album zu kommen. Ja, jetzt hatte ich plötzlich doch Bock aufs Rumgepfuschel. Ja, wenn es sonst nichts mehr gibt, sag ich ciao, bis zum nächsten Video. Tschüss! I've got the eye of the tiger, fighter.